Hallo liebe Leute und weiter geht's bei Breath of Fire 2. Und ich betrete hier mal wieder diesen Raum, ob ich hier, also im letzten Video habe ich ja jetzt von der Vorfahrin von Nina erfahren, dass ja, dass die Vorfahrin Schuld hat, dass beim Stamm was schiefgelaufen ist. Und jetzt überlege ich hier gerade, also hier kann ich wohl nichts mehr machen irgendwie. Okay, dann würde ich sagen, probier's nochmal mit den Statuen. Wir sollten für deinen Mut dankbar sein. Du wirst für uns die Kräfte des großen Vogels empfangen. Mal gucken, vielleicht bringt das ja noch was, weil ich glaube, ich habe einige Statuen noch nicht angesprochen. Anders wüsste ich es jetzt echt nicht, weil Teleport bringt ja nichts. Und ich probiere es einfach. Ah ja, das kennen wir ja schon. So. Nein. Versperr mir doch nicht den Weg. Nein, nicht noch ein Kampf. Okay, Barracuda, Angriff von innen, okay. Auto, so. Oh, fast weg. Fast. Ah, greift sie doppelt an? Nö, gut. Die macht uns keine Probleme mehr. Yay! So, probieren wir es hiermit. Willst du zurück zu den anderen? Ja, will ich. Okay, Nina, komm zurück. Yay! Gut, jetzt muss ich nur noch hier raus. Oha. Okay, das kann ich Autokampf machen. Wir sind jetzt wieder zu viert. Yay. Das finde ich gut. Und jetzt sind die Gegner auch wieder stärker, wie ich merke. Wow. Na gut. Dieser Krautwurm, ja. Ist Geschichte. Gut, jetzt muss ich nur noch... Moment mal. Gibt's hier nicht irgendwie... Ich probier's mal. Hat Nina nicht oder irgendwer eine gute Magie? Verdammt, Nina. Erneuern? Nein. Notausgang? Geht hier nicht. Verdammt. Schade. Hätte ja klappen können. Okay, dann würde ich sagen, machen wir uns direkt auf den Weg hier raus. Aus diesem Labyrinth. So, diese Treppen noch hoch. Die hier noch hoch und dann muss es nur noch rechts gehen, oder? Ja, genau. Nur noch rechts und dann sind wir hier endlich raus. Gott sei Dank. Boah, was eine Aufregung, ey. Einige Vitalkugeln sind, im letzten Video ja draufgegangen, weil ich mit Nina, oder vorletzten schon, ja, auf jeden Fall in beiden Videos, ja, weil ich ja mit Nina ja da alleine kämpfen musste und sie ja keine Heilungsmagie kann. Sie ist ja eigentlich spezialisiert auf Angriffsmagie. Okay, raus hier. Nie wieder diese Höhle betreten. Weil dieses Labyrinth. Was hast du zu sagen? Was ist... Achso, ja, das kennen wir ja schon. Gut, sprechen wir mal mit der Mutter. Wo ist die denn? Ah, okay. Hallo. Ich glaubte nie, dass Nina jemals unglücklich in unser Land... jemals Unglück in unser Land bringen würde. Nur die, die an solch bescheuerte Legenden überhaupt glauben, könnten sie hassen. Ich glaube, ich sollte Nina mal... Okay. Gehen wir mal zum König. In der Hoffnung, dass der mir irgendwas sagen kann, was ich jetzt machen muss. Ansonsten muss ich irgendwie... Moment mal, hier ist ein Schrank. Nee, ist nichts drin. Schade. Wäre auch zu schön gewesen. Okay, ist noch so ein Gitter. Gut, dann gehen wir weiter höher. Und der König ist weg. Die Königin hat sich immer noch nicht erholt. Sie muss sehr besorgt sein wegen der Gesundheit des Königs. Ist hier irgendwas? Nein, habe ich wohl schon. Oder war von Anfang an nichts drin? Hier vielleicht rein? Nee, hier ist nur der alte Mann. Der König ruht sich in seinen Gemächern aus. Davon habe ich aber wirklich nicht viel gesehen. Oder vielleicht hier oben? Also... Ah, da ist er. Okay, dann war ich im falschen Zimmer. Auch gut. Vater! Eure Majestät, ich bin zurückgekehrt! Nina, hast du das Flügelzeichen erhalten? Ja! Aha, in Ordnung. Dann werde ich mich auf die Zeremonie vorbereiten.
Du solltest dich ausruhen, bis es soweit ist. Alter Mann, begleite sie zu ihren Gemächern. Bitte, nein. Bitte hier entlang. Okay, die folgen dir automatisch. Nina? Nina, bist du noch da? Ja, ist sie. Vater, ich werde dir helfen. Glaubst du, dass ich meine Erstgeborenen erlaube, ihr Leben als Menschen aufzugeben? Und das nur, um mein Leben zu retten? Antworte mir, Nina. Hast du vor, die Kräfte des großen Vogels zu benutzen, um den König von Venia zu retten? Nein, Vater. Nicht nur deshalb. Ich glaube, es wäre zum Wohle der ganzen Welt. Deshalb habe ich mich entschieden, mein Menschenleben aufzugeben und der Welt als großer Vogel zu dienen. Das waren weise Worte, Nina. Du bist meine Tochter und die Prinzessin von Windia. Geh, mach dich auf deine Reise. Ich werde dich niemals vergessen. Ich werde dich auch nicht vergessen, Vater. Auch als großer Vogel nicht. Niemals. Wirklich eine traurige Geschichte, wenn ich ehrlich sein soll. Ich gehe jetzt, Vater. Pass auf dich auf. Oh, die schlafen alle. Ach, Mina. Die lebt auch noch. Was macht sie jetzt? Mina? Was zur Hölle? Okay, der schläft. Schläft. Und der schläft bestimmt auch. Moment, hier? Nein. Das Flügel... Okay, die hat's geklaut. Mina, sie muss es genommen haben. Okay, wo bist du? Du... Komm her, komm. Wo kann ich dich verstecken? Ich gucke einfach mal über nach. Okay, da ist noch abgeschlossen. Ah, Mina, warum klaut ihr auch das Flügelzeichen? Moment, da ist eine neue Person. Ach so, die ist das. Es gibt nicht mehr zu sagen. Geh deinen Weg, wie du ihn gehen willst, Nina. Schade, ich dachte, die sagt mir jetzt, wo sich Mina versteckt, aber... Tut sie nicht. Hier ist sie auch nicht. Cool, ich darf Mina suchen. Ah, warum klaut ihr auch dieses Flügelabzeichen? Aber Flügelzeichen, nicht Abzeichen. Okay, die versperren den Weg. Der König schläft im Augenblick. Ja, dann lass mal schlafen. Hat er sich verdient. Moment, hier oben vielleicht? Der Weg war vorher nicht offen, oder? Ah, da ist sie. Mina, komm zurück. Gebt das Flügelabzeichen, gebt das Bleib doch... Was zur Hölle? Mina, was glaubst du, was du da tust? Öffne sofort diese Tür! Ich habe das nicht gewusst. Ich wusste nicht, dass du wegen deiner schwarzen Flügel verbannt wurdest. Und ich wusste nicht, dass Mutter und Vater deshalb so lange Zeit gelitten hatten. Was redest du denn da, Mina? Das bringt auch nicht viel. Öffne die Tür, sofort, Mina! Wenn du dich in einen Vogel verwandelt hättest, wüsste ich von nichts etwas. Nicht einmal die Tatsache, dass du gegen Dämonen kämpfst, um die Welt zu retten. Ich bin nicht stark genug, um gegen solche Dämonen zu kämpfen. Ich kann den Dämon, der Vater so leiden lässt, nicht besiegen. Aber ich weiß, dass du es kannst. Deshalb möchte ich, dass du hier bleibst und kämpfst. Soll das heißen? Nee, ne? Sei kein Idiot, Mina! Öffne die Tür! Alles, was ich tun kann, ist, gegen deine Flügel zu sein. Versprich mir, dass du mich auch Mina nennen wirst, wenn ich ein Vogel bin. Mina! Mina! Wo ist die? Ach, da. Oha. Die macht doch jetzt nicht ernsthaft, oder? Wow.
Ah, es wird hell. Wow. Ach, du Scheiße? Und jetzt? Was zum? Die ist tatsächlich ein Vogel geworden. Okay, Leute. Auch wenn es gerade ein richtig dramatischer Moment ist, aber ich werde jetzt erstmal das Video pausieren und beim nächsten Mal hier weitermachen. Gut, Leute, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen.